musste nach meiner Karriere oder durfte. Ich habe gesagt, nein, das mache ich auf keinen Fall. Haben alle gefragt, warum machst du das nicht? Warum nicht? Es gab ja auch so einen Lehrgang für, wie ist das, verdiente Nationalspieler. Ja, verdiente Nationalspieler, müsst ihr euch überlegen. 6 Wochen hat Bertie Vogts ins Leben gerufen, super. Alle haben sofort die Trainerlizenz oder die Lizenz, auch im Profifußball trainieren zu dürfen, bekommen. Und da habe ich auch nochmal geknickt, mach das doch, kannst du U21 trainieren? Und ich habe gesagt, nee, ich möchte das nicht. Warum? Ja, ich wollte nicht mehr jeden Tag auf dem Rasen stehen, nicht mehr jedes Wochenende ins Trainingslager gehen. Und ich wusste eh, die 22, oder mittlerweile sind es heutzutage, habe ich gestern wieder gelernt, 29 Spieler, die hören sowieso nicht auf mich. Deswegen Trainer, nein, habe ich total ausgeschlossen. So, nächste Frage. Ich hoffe, ihr könnt alle alles gut hören und sehen. An welchen Titel denkst du am liebsten zurück? Das ist relativ einfach. Die Frage habe ich auch schon ein paar Mal beantwortet, aber nochmal sehr, sehr gerne. Der erste Titel ist immer der schönste. Ich wollte ja nie Profifußballer werden. Meine Mutter hat mich da ein bisschen hingetrieben. Die ist totaler Fußballfan, hat dafür gesorgt, dass ich, ja, wie soll ich sagen, dass ich schon mit 5, sie behauptet immer, ich wollte den Ball, nein, sie hat ihn mir zugeworfen. So. Also die hat mich vorangetrieben und der schönste Titel war natürlich der erste und das ist 1989 gewesen in Berlin, Olympiastadion. Borussia Dortmund, Pokalfinale gegen Werder Bremen. Wir waren klare Außenseiter. Ich lag damals mit meinem Freund Nobby Dickel auf dem Zimmer. Ja, wir haben lange überlegt, ob er spielen kann, weil er verletzt war. Er hat sich dann wieder, wie immer, für die Mannschaft geopfert und hat 2 Tore gemacht. Und wir haben nach 0-1 dann 4-1 gewonnen. Und das war für mich mit der schönste Titel, den ich jemals erlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich auch 96. Die Europameisterschaft, das darf man auch nicht vergessen. Ähnliche Voraussetzungen, weil ich gerade von Nobby gesprochen habe, verletzt. Ein Spieler nach dem anderen ist es ausgefallen, weil es konnte einfach keiner mehr laufen. Alle waren irgendwie angeschlagen. Freddy Bobic hat die Schulter. Jürgen Kohler gleich am Anfang schon das Knie kaputt. Jürgen Klinsmann zwischendurch mal Muskelfaserriss. Und es ging so weiter. Steffen Freund, ich glaube Kreuzband, wenn ich es falsch sage. Dieter Heils, Innenmantel. Also wir hatten keine mehr. Wir haben sogar überlegt, ob im Endspiel nicht Olli Kahn sogar als Feldspieler aufwarten sollte. Wir haben uns trotzdem deswegen, glaube ich, auch gerade so zusammengerissen. Wir waren nicht die beste Mannschaft, aber die als Einheit haben wir dann noch wunderbar funktioniert. Und deswegen war es echt, muss man sagen, richtig schöne Zeit und auch einer der schönsten Titel. So, was haben wir denn noch? Ja, ich gucke mal hier. Wann der, ja, in der Corona-Zeit natürlich gerade sehr, sehr schwierig. Viele fragen natürlich, wann geht es wieder los, wann kann wieder gespielt werden. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe auch keine Ahnung. Ich würde das so weit wie möglich natürlich auch rauszögern. Wir wissen im Moment, ist die Gesundheit von uns allen am wichtigsten. Da ist Fußball auch wirklich nur Nebensache. Viele andere Dinge auch. Natürlich bekommen wir auch mit, oder höre ich auch mal wieder, wirtschaftliche Dinge sind sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass wir den Menschen helfen müssen, die jetzt gerade da in Probleme oder in die Schieflage geraten. Und das ist wichtiger, als jetzt Fußballspiele zu diskutieren. Natürlich sagt die Liga auch wiederum, ja, und die Vereine sagen auch, und da sieht man, wir sind nicht darauf vorbereitet oder wir waren nicht darauf vorbereitet. Man muss natürlich schon irgendwas machen und sie wollen unbedingt wieder spielen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Geisterspiele, ich persönlich als Spieler würde sagen, ach, ohne Zuschauer, ja, es geht vielleicht jetzt einmal, wenn man so lange Pause gehabt hat, wie die Jungs, dann geht man mal raus, freut sich mal wieder auf dem Rasen zu stehen, auch mal wieder einen Wettkampf zu haben. Ich weiß aber nicht, ob man die restlichen Spiele bis zum Ende der Saison wirklich ohne Ausschluss der Öffentlichkeit einfach machen könnte. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ich hätte wahrscheinlich da ein kleines Problem mit. Aber wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich sogar gibt es gar keine andere Möglichkeit. Und das macht natürlich die Situation im Moment nicht besser. Das muss man ganz klar sagen. So, da geht es wieder um das Thema natürlich Kommerz. Ja, ich finde aber gut, dass viele mittlerweile, ich hatte ja das Vergnügen ja auch gestern mit, das Vergnügen sage ich schon fast, nein,
mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich zu sprechen. DKCorona.com haben sie ins Leben gerufen. Finde ich eine super Aktion. Sie sammeln Geld ein, nicht für sich logischerweise, sondern um es den Leuten weiterzugeben, die eben da wirklich große Probleme bekommen werden oder schon haben. Rufen auch mal dazu auf. Das war so der erste Impuls und jetzt kommen alle Spieler und auch viele Vereine, die nachziehen, die sagen, ich verzichte auf einen Teil meines Gehaltes, ich verzichte auf dies und das, wir können da und da helfen und ich glaube, das ist genau der richtige Schritt in der heutigen Zeit. Und deswegen muss ich erstmal sagen, großes Kompliment an alle Jungs. Ich habe jetzt nur die beiden genannt, aber da gibt es ganz, ganz viele. Marco Reus habe ich jetzt auch gehört und so weiter und so fort. Also, die gehören alle dazu. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Frage auch von euch. So, bekommt er jetzt für seinen Hochmut seine Quittung? Das weiß ich nicht. Ich finde, das ist mir zu einfach gedacht. Ganz ehrlich, es haben viele einfach auch diese Preise bezahlt für Neymar über 200 Millionen, ja. Ich würde auch sagen, oder wir alle würden wahrscheinlich sagen, nee, das ist kein Spieler und auch kein Mensch eigentlich wert, so viel Geld für jemanden hinzulegen, nur als Ablöser. Wir reden doch gar nicht vom Gehalt und so weiter, das geht ja noch weiter. Das ist schon ein bisschen irrsinnig geworden. Und ich hoffe, wie wir alle so ein bisschen, vielleicht kommen wir ein bisschen zurück zur Normalität. Es ist natürlich schade, dass es durch so eine Krise ausgelöst wird und dass wir nicht vorher drauf gekommen sind. Wobei ich denke, wenn es wieder ganz normal laufen sollte, was wir uns alle wünschen und es allen wieder gut geht, weiß ich nicht, ob sich wieder alle dran halten würden. Das Thema Solidarität, tolles Wort. In der Bundesliga, glaube ich, im Moment zumindest, ich kann die internationalen Ligen nicht beurteilen, scheint das ganz gut zu funktionieren. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Aber trotzdem bin ich sehr skeptisch. Oder nicht skeptisch, ich bin vorsichtig. Skeptisch ist falsch, aber in der heutigen Zeit. Vorsichtig einfach, wie es dann auch weitergehen soll. Also das weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß im Moment keiner von uns. So, jetzt gucke ich mal, was habe ich hier noch für Fragen von euch. Ich habe eine Frage. Ob du nochmal zurück zum FC Bayern? Meine Moneypenny gegenüber? Ob ich nochmal zum FC Bayern zurückgehe? In irgendeiner Art. Ist jetzt schon dreimal gestellt worden. Ob ich nochmal zum FC Bayern zurückgehe, ja. Da gibt es ein kleines Problem. ich habe meiner Frau versprochen, nein. Eigentlich, ich würde... Ich habe sehr viel dem FC Bayern zu verdanken, sagen wir es mal so. Ich muss sagen, ich stotter euch gerade ein bisschen mehr. Ihr wisst schon warum. Meine Frau hat auch mal ein paar Jahre in München gewohnt und sagte, ich möchte eigentlich nicht mehr dahin. Letztendlich glaube ich, dass sie im Moment mit Oli Kahn, auch mit Hasan Salihamidzic, jetzt ganz gut aufgestellt sind, sich da verändern und so weiter und so fort. Und sie haben genug Botschafter. Ich hätte es vielleicht gerne gemacht, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist... Der ist wohl leider vorbei. Und meine Frau hat gesagt, Bedingung ist, sie möchte in Hamburg bleiben. So, und bevor die nächste Frage kommt, was jetzt beim HSV ist, was auch immer. Okay, ich guck mal weiter. War Moderator bei deinem Traumjob? Traumjob heißt es natürlich. Überhaupt nicht. Also Fußballprofi war ja auch nicht mein Traumjob damals. Ich habe Abitur gemacht mit Hilfe meines besten Freundes, habe ich das irgendwie hingekriegt. Dann musste ich zur Bundeswehr. Und dann habe ich überlegt, ja, was studiere ich denn jetzt? Und ich habe überhaupt keine Entscheidung treffen können. Ich war völlig daneben, sage ich mal. Ich habe überhaupt keine Idee. Ich wollte mal Lehrer werden. Dann habe ich überlegt, Journalismus, nee. Dann hatte ich Glück eben, dass der Fußball mir da geholfen hat und bin dann so reingerutscht. Bundeswehr-Nationalmannschaft. Und dann von Bielefeld zu Dortmund und zu Bayern. Also das war eine glückliche Fügung. Man muss auch Glück haben im Leben, das wisst ihr alle. Und danach war es genauso. Ich habe aufgehört. Ich wusste eben kein Trainer. Ich wusste aber auch nicht, was ich machen sollte. Also ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, irgendwie mit Firmen und so weiter. Hat überhaupt nicht funktioniert. Ja? Und irgendwann, wie viele von uns oder wie viele meiner Ex-Kollegen, wird man Experte.
Experte. So, das Übliche, ja, man redet über Fußball, man bleibt im Fußball, weil man sich da auch wohlfühlt, muss man auch fairerweise sagen. Und dann habe ich natürlich, wie immer, viele Fragen beantwortet und habe dann irgendwann eine Wette mit meinem Chef mal abgeschlossen und gesagt, sag mal, muss ich jetzt die Fragen immer noch? DSF übrigens, dann ein kleiner Sender, da haben wir es noch. Nee, oh, großer Sender. Jetzt Sport 1. Muss ich dieselben Fragen immer noch beantworten oder die täglich dieselben Fragen, habe ich so gehört. Und dann kann ich die mal selbst stellen. Dann habe ich angeguckt. Dann habe ich mal, willst du mich veräppeln? Doch, das ist mein Ernst. Okay, so, dann machen wir eine Wette. Das schaffst du sowieso nie. Ich gebe dir aber Plattformen oder Möglichkeiten und dann schauen wir. Und dann hat er sich dran gehalten, er hat mich wirklich ganz viel machen lassen, also absurde Dinge, Aufsager vom Hotel der Nationalmannschaft, Magazine, Live-Situationen und. Und das hat mir sehr geholfen. Und ich habe dann einfaches dadurch gelernt, dass ich es immer machen durfte. Und da bin ich ihm heute noch sehr dankbar. Er ist übrigens bei der ARD, falls ihr nicht wissen, wer es ist, fragt mich noch, oder falls ihr es nicht wisst. Ne? Also, der ist natürlich auch ganz nach oben gerutscht, scheinbar hat er nicht so viel falsch gemacht, an der Stelle. Und dann habe ich immer gemerkt, auch, am liebsten mag ich es mit Menschen, mit Leuten zu reden, mich zu unterhalten. Ich bin nicht derjenige, da bewundere ich ganz, ganz viele Kollegen, die immer so, zum Beispiel die ARD Sportschau, wir kennen sie alle, die dann sagen, ja, jetzt spielt Verein A gegen B, A hat 6 Punkte Vorsprung und B gewinnt, haben wir nur 3 und so weiter und so fort. Mats ab. Kann ich nicht. Ich kann das einfach nicht gut. Und da gibt es viele, die das viel, viel besser können. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt immer den Druck was machen darf oder den Fan-Talk, wo ich einfach mit Leuten und Menschen reden kann. Das ist, macht mir am meisten Spaß. So. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Wie oft wirst du noch auf dein Phantomtor angesprochen? Ja, Phantomtor, natürlich. Also wie oft wirst du darauf angesprochen? Ich weiß, wie oft ich, die Frage war, wie oft ich darauf angesprochen werde. Also immer noch öfter. Also, es wird weniger, Gott sei Dank, sag ich mal. Bin auch nicht stolz darauf. Großer Fehler, habe ich alles schon erzählt und erklärt, wie ich das empfunden habe. Ich dachte, der Ball wäre schon in der Linie, dann nicht. Dann habe ich 10 Sekunden gewartet, nachdem der Ball hinterm Tor war, das wusste ich. Und. Also um das nochmal... nicht alles zu wiederholen, aber ich werde schon noch ab und zu angesprochen. Da ich mittlerweile auch ein gewisses Alter erreicht habe, wird es, Gott sei Dank, aus meiner Sicht weniger. Es fällt gerade ein LKW hier vor. Ich muss ja auch hier schon. Lidl, was liefern wir denn? Weiß ich gar nicht, kann ich nicht kommen. Obst und Gemüse. Obst und Gemüse, ja. Das passt auch in der Zeit. Viele haben gesagt, mach eine Marke daraus und ich bin da nicht stolz drauf. Ich habe mich auch bei allen Clubfans mal entschuldigt oder versucht zu entschuldigen, natürlich, wenn die das nie richtig verzeihen. Es gehört aber dazu. Andererseits habe ich auch gedacht, ja, wenn du nur darauf reduziert wirst, auf dieses Phantomtor, wäre es auch schade. Ich wollte deswegen nicht Stefan Kiesling sagen, danke, du hast wenigstens auch eins geschossen oder nicht geschossen. Nein, einfach keine schöne Geschichte, wenn es damals Videobeweis gegeben hätte, deswegen bin ich ein Befürworter, dass wir Videobeweise haben. Hätte es mir vielleicht damals auch sehr geholfen, aber nein. Sorry. Not my Ding. Not my Ding. So, jetzt hole ich nochmal. Was haben wir denn noch Schönes hier? Was machen wir eigentlich, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt wird? Gute Frage. Also ich finde das natürlich auch, weil auch der eine oder andere hat mich auch gefragt, für welchen Verein schlägt dein Herz? Ich bin in Bad Salzuflen aufgewachsen. Ich bin Gesundheitsbotschafter letztes Jahr. Ich durfte Gesundheitsbotschafter letztes Jahr sein und bin jetzt immer noch Markenbotschafter von meiner Heimatstadt. Ich bin da wirklich 18, 19 Jahre aufgewachsen und dann zu Arminia Bielefeld gegangen. Und wenn ich jetzt sehe, wie Arminia, und da sind wir in meiner zweiten Liga, so eine fantastische Saison bisher gespielt hat und 6 Punkte Vorsprung haben, eigentlich aufsteigen würden, da leide ich dann schon ein bisschen mit. Und das würde mir echt, echt leid tun, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir machen noch Reset, also das heißt,
Anfang der ganzen Saison oder wir machen, viele sagen ja auch, Winterpause ist eine Option, wenn nicht weitergespielt werden könnte. Und das würde mir natürlich aus Armin-Sicht natürlich sehr, sehr wehtun, das muss man ganz ehrlich sagen. In der Bundesliga ähnlich. Ich glaube, es muss ja, ich weiß auch nicht, wie wir eine neue Saison dann auch anfangen sollen. Also wir sind da alle so ein bisschen, glaube ich, hier im Moment lost. Jetzt gibt es natürlich viele Szenarien, nicht nur die Geisterspiele, sondern es gibt ja auch die Option, man trifft sich dann an einem Spielort und spielt dann irgendwie 2-3 Tage durch. Oder die Engländer wollen es, glaube ich, auch machen. 1. Juni bis 11. Juli, 9 Spieltage hintereinander. Jetzt kann man sagen, die Engländer sind gewohnt, die Premier League, Boxing Days, aber das ist natürlich schon Wahnsinn, auch die Belastung für die Spieler, für die Vereine. Bis dahin auch wieder die Spannung zu bekommen und ohne Zuschauer zu spielen. Also für mich ganz, ganz schwierig. Also wenn das so klappen sollte, wir wären ja froh, wenn endlich wieder der Ball rollen würde, aber ich finde das ganz schwierig. So. Und die Penny, hast du noch eine Frage? Thomas, was sagst du zum Torwart-Duell Neuer und Nübbel? Torwart-Duell Manuel Neuer und Alexander Nübbel, ja. Interessant, ja. Wird es ja im Moment erstmal nicht geben. Ich glaube generell, dass natürlich für die Spieler, oder sagen wir es mal so, ganz schnell für die Spieler, deren Verträge jetzt auslaufen. Die können sich nicht mehr empfehlen, ne? Die können sich auch nicht mehr positionieren. Und 30.06. ist ja normal immer Vertragsende, dann gibt es neue Verträge. Für die Vereine glaube ich gut, für die Spieler weniger gut. Also ich auch Manuel Neuer, ich habe es gehört, er möchte natürlich, was ich auch verstehen kann, einen Vierjahresvertrag zum Beispiel. Wie? 4 Jahre, sagst du jetzt 34, ist er jetzt 35, 39? So, damit will er natürlich ein Statement setzen, glaube ich, gegenüber seinem vermeintlichen oder ne, Herausforderer ist er schon. Ne? Alexander Nübbel. Das ist deine Frau, Entschuldigung. Und das natürlich, ja, meine Frau. Ja, bei mir. Am Brot oder was? ist natürlich eine schwierige Situation, also auch für die Bayern, für alle Beteiligten. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen wird, aber wie ich Manuel einschätze, ohne ihn so gut kennen, ja, oder so gut zu kennen, der wird ja nicht freiwillig aufgeben. Wenn er bei Bayern bleibt, dann wird es für Alex Nübbel ganz, ganz, ganz schwierig. So, was haben wir noch? Warte, ich gucke nochmal, ich habe hier noch, ich habe so viele schöne Fragen gestellt. Transfermarkt, wie sich das auswirkt, haben wir schon gesagt, ne? Und ich glaube schon, dass einige Vereine, also wir haben von Schalke gesprochen, Werder Bremen, gibt es vielleicht den einen oder anderen Verein auch noch, die echt Probleme bekommen werden, weil einfach, sie haben keine Zuschauereinnahmen mehr, wenn die TV-Gelder, das ist das Wichtigste, glaube ich, für alle Vereine, wenn die wegfallen würden, weil eben nichts gezeigt wird im Fernsehen, also wir reden immer auf ganz hohem Niveau, mal bitte nicht falsch verstehen, aber da wird es für die Vereine schon extrem schwierig, glaube ich. Weil die Spieler machen es ja schon, auch wenn sie auf Gehalt verzichten und keiner weiß im Moment, und das ist ja schlimm, diese Unsicherheit oder diese Verunsicherung, wie lange wird es den Ganzen anhalten. Das wissen wir alle nicht. Wir hoffen natürlich, dass es relativ schnell vorbei ist. Der Vorschlag ist der DFL war ja bis 30.04. zu pausieren. Das wird werden die Vereine auch, glaube ich, dem werden sie auch zustimmen. Aber natürlich dann geht es wieder weiter und wieder weiter und wieder weiter und wieder weiter. Und wenn es weiter auch so mit dem Ganzen, mit der Krise weiterläuft, dann wird es für alle sehr, sehr schwierig. Ich hätte noch eine. Ja, ich weiß ja nicht, wie der Name ausgesprochen wird, weil ich ja nicht. Gerne. Coutinho? Wie? Coutinho? 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 Ja. Kaufen, ja oder nein? Aus unternehmerischer Sicht und aus spielerischer Sicht. Bitte einmal. Okay, unternehmerischer Sicht natürlich, ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Also Coutinho, ich weiß nicht, Jürgen Klopp hat ja von denen geschwärmt. Dann war in Barcelona, hat nicht so richtig funktioniert. Ist er bei den Bayern? Ja, zuletzt ganz gut. Ich glaube auch dank Hansi Flick oder ja,
vielleicht auch der ganzen, wie soll ich sagen, die Bayern haben in der Rückrunde, ist ja einfach super gespielt. Die waren fit, haben das Spiel dominiert und alle profitieren davon. Dann auch ein Coutinho, der reinkommt und so weiter, tut sich dann auch viel leichter, als wenn es eine Situation ist, wo es vielleicht nicht so läuft. Und deswegen würde ich sagen, spielerisch würde ich den Typen immer nehmen. Unternehmerisch, ich glaube, es war die Ablösung. Sind wir immer noch bei 100 Millionen? Keine Ahnung. Nein, das wird keiner mehr zahlen. Uli Hoeneß hat es ja auch schon mal gesagt, hat schon mal vorgebaut. Uli hat gesagt, nein, es wird das nicht mehr geben. Er möchte natürlich auch gerne wahrscheinlich Havertz haben aus Leverkusen. Also die Preise werden wahrscheinlich zwangsläufig einfach auch ein bisschen runtergehen. Und da sind wir wieder beim Thema Normalität. Ich glaube, dass es auch nicht so schlecht ist. Coutinho sollte auch für sich einfach überlegen, oder er und sein Berater, ob ihm Bayern wirklich, oder ob Bayern vielleicht nicht sogar die richtige Adresse ist. Denn ich sehe im Moment nicht, wo er sonst hingehen könnte. Aber es wird schwer für ihn. So, was haben wir denn noch? Was war zu deiner aktiven Zeit schöner am Fußball als heute, lese ich hier gerade. Das ist relativ einfach. Oh, jetzt habe ich, warte, kann ich noch was dazwischen schieben? Ja. Dann nehme ich. Was sagst du zum Zoff zwischen Bayern und den Ultras vom FC Bayern? Oh, jetzt kommen ganz viele Fragen rein. Schwierig. Das ist ein schweres Thema für mich. Ultras und Zoff. Und das sind leider, oder ich sag mal, nee, doch leider ist das Thema ein bisschen untergegangen. Also ne, durch die Corona-Krise, was Ultras, Vereine und so weiter, das möchte ich gar nicht auf Bayern München beziehen, sondern generell angeht. Wir haben ja auch einige Diskussionen schon gehabt, auch im Doppelpass, überlegt, wie kann man das machen oder wie kann man es besser machen, Kommunikation, was gibt es da alles. Also das sollte man nicht aus den Augen verlieren, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann es nicht, ich kann die Situation in einzelnen Vereinen nicht richtig beurteilen, das muss ich ganz sagen. Ich kriege nur mit, was da für Banner aufgehangen werden, dann muss ich auch sagen, Jungs, ja, manches verstehe ich, aber manches verstehe ich. Was hältst du davon, dass die Bundesliga-Vereine so unterschiedlich mit der Corona-Pause umgehen? Die einen trainieren in Kleingruppen schon wieder, die nächsten halten sich strikt an das Verbot. Ja, ich verstehe, dass man darüber diskutiert. Absolut. Wir haben ja gestern Emre Can auch zugeschaltet. Die trainieren jetzt halt, glaube ich, auch heute in Dortmund in kleinen Gruppen. Kleine Gruppe heißt zwei Leute. Okay, gut. Mir fehlt immer noch ein bisschen die Fantasie, was mache ich denn zu zweit? Also Zweikämpfe kann ich natürlich machen, ja. Vielleicht ein bisschen Torschuss, ein bisschen Passübung natürlich. Laufen kann ich auch zusammen, es ist besser als alleine oder zu Hause sein, alles gut. Augsburg, glaube ich, ist, oder beim FC Augsburg ist gerade die große Kritik, weil sie in größeren Gruppen trainieren, bis zu 8 Leuten. Da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da auch ein kleiner Schisser. Oder ich wäre eher ein bisschen jemand, der sagen würde, nee, das muss jetzt nicht gleich so sein. Zumal man und das ist das größte Problem, glaube ich, im Moment. Man hat kein Ziel, man weiß nicht, wann es wieder losgeht, wann man wieder spielen darf. Und deswegen würde ich das jetzt nicht so forcieren. Also kleine Gruppen, Zweiergruppen kann ich mir noch vorstellen, wie gesagt, aber so mit 8 Leuten oder noch größer finde ich jetzt nicht so gut. Achso, jetzt war ich noch die Frage. Jetzt darfst du noch jetzt, ich hatte dich eben unterbrochen bei dem zur aktiven Zeit. Was schön, aber achso, das ist ja ganz einfach. Ihr Lieben, ich meine, ich bitte euch, was war denn früher schöner? Wir konnten weggehen, wir konnten machen, was wir wollten. Es gab keine Fotohandys, es gab niemand, der uns beobachtet hat. Und wenn Journalisten da waren, haben sie eingeladen, haben sie mitgenommen. Ne? Haben ihnen ein Bier ausgegeben oder was anderes und dann waren sie ruhig, dann haben sie nie was geschrieben. Und das war viel, viel schöner. Also heute wird ja alles sofort unter die Lupe genommen, es geht viel schneller. Bis die geschrieben hatten, war schon wieder ein Spiel und so weiter und so fort. Also das war natürlich zu meiner Zeit viel, viel angenehmer und hat auch echt Spaß gemacht. Wird es irgendwann eine Modelinie von Helmer und also irgendwas bei Helmer geben? Ist die Frage an mich gerichtet? Ja. Ja. Weiß man noch nicht. Ja,
Meine liebe, das T-Shirt gefällt. Meine allen. Lieben Engbers-Freunde, mein lieber Bernd Bosch, mein lieber Herr Lösing. So, wir kennen uns so lange. Ne? Wir haben nämlich schon, wann haben wir das letzte Mal zusammengearbeitet? Ich weiß gar nicht, wie das zurück ist. 15 Jahre ist vielleicht jetzt mal eingefühlt. So, das ist eine Aufforderung an euch. Wir machen eine eigene Linie. Auf geht's. Das T-Shirt gefällt allen auch allen sehr gut. Ja. Sollte Bayern Leroy Sané holen oder nicht? Beziehungsweise braucht Bayern einen Sané überhaupt? Grundsätzlich, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es normale Bundesliga wäre oder die Saison wieder auch ganz normal startet, finde ich, ich würde Leroy Sané immer holen. Ja, ich finde, das ist ein überragender Spieler. Hatte eine schwere Verletzung jetzt mit dem Kreuzbandriss, aber noch jung genug, das wieder aufzufangen in dem Alter. Und ist genau der Spieler, der außen auch mal fehlt, weil Coman bei den Bayern oder Coman, wie man immer sagt, auch sehr häufig verletzt ist. Gnabry ist gut, sehr gut. Lewandowski, aber Sané oder Timo Werner, bleibe ich immer noch dabei. So einen brauchen die Bayern auf jeden Fall. Ilke sagt: Hallo Herr Helmer, schön, ja, Sie wieder bei Engbers wiederzusehen. Ja. Und dann noch eine Frage. Thomas soll Bayern Hansi Flick halten? Ich glaube, dass Hansi das echt super macht. Hätte ihm keiner so zugetraut, denke ich mal. Weil Trainer bei FC Bayern ist wirklich eine große, große Herausforderung. Hatte vielleicht jetzt nicht den Riesennamen wie alle anderen, wie Pep Guardiola, Ancelotti, wie sie alle heißen. Aber ich finde, erstmal hat die Mannschaft wieder total auf die Spur gebracht, total fit gemacht. Es spricht total absolut für ihn. Und er moderiert es auch gut. Wenn ich Pressekonferenzen von ihm sehe, der gefällt mir sehr, sehr gut, sehr aufgeräumt. Ist auch nicht so immer nur, ja, ich sage jetzt alles nur, was mir gefällt oder was dem FC Bayern gefällt, sondern im Gegenteil. Er wehrt sich auch und sagt, das finde ich nicht gut. Also für mich spricht gar nichts dagegen. Im Gegenteil. Die Mannschaft folgte mir auch, das muss man ganz klar sagen. Ganz, ganz wichtig, sieht man auch. Und eigentlich kommt für die Bayern, nicht nur für die Bayern wahrscheinlich, die Dortmunder werden das auch sagen, die haben auch einen guten Lauf, aber für die Bayern ist diese ganze Unterbrechung eigentlich echt schade, weil ich glaube, in der Champions League hätten sie eine richtig gute Chance gehabt. Oder haben sie vielleicht noch, oder hätten sie zum jetzigen Zeitpunkt. So, was habe ich denn noch? Wie war es für dich immer am Millerntor zu spielen? Ach du Grüne. Das ist die Abschlussfrage jetzt. Es gibt immer so Stadien, wo man nicht so gerne gespielt hat. Und Millerntor und Aachen hat Tivoli. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Der Rasen war erstmal so. Die Grashalme waren so. Also so. Normalerweise sind die ja nur so kurz geschnitten und da auch nicht mal so. Waren die immer so. Und dazu immer unter Wasser. Und wir sagen mal tief. Also selbst 18er Stollen, 18 mm Stollen, haben nicht gereicht, um da Halt zu bekommen. Das muss man sich vorstellen. Und wenn man da dreimal rauf und runter gelaufen ist, war man so kaputt, weil die Muskeln das einfach nicht verkraftet haben. Deswegen war es so extrem schwer, dort zu spielen. Dazu natürlich die Fans. Da ich in Hamburg wohne, durfte ich es mir danach auch mal angucken. War schon was Besonderes, muss man ganz ehrlich sagen. Es war einfach schwer. Und, ich erinnere mich auch noch, zu meiner Zeit, nicht wie heute, sind wir vorgefahren mit dem Mannschaftsbus, also jetzt zum Beispiel Bayern München, und mussten durch diese Vereinskneipe gehen. Da haben die nur geraucht, schon mal ein Bierchen getrunken, alles in Ordnung, aber es war eine Luft da drin. Und da musste man durch, wurde schon mal beschimpft ohne Ende, logischerweise, und dann um die Ecke die Treppe runter. Und dann dachte ich, boah, jetzt endlich, ne? Alles gut. Dann kommst du in die Kabine rein, hat jeder wirklich nur einen Haken, wenn überhaupt. Also die Elf, die gespielt haben, ne? Der Rest nicht. Jo. Und dann da unten
musstest du dich irgendwie versuchen, dann schon ein bisschen warm zu machen. Und da gab es ja nicht mal, ich glaube, eine Massagebank konnten wir gerade so im Gang aufstellen. Also das war schon sehr speziell. Deswegen, was soll ich sagen, es soll keine Ausrede sein, warum man nicht so oft da gewonnen hat. Aber es war Kult, es war Kult. War schön. Nee, beschützt den Kopf. Beschützt den Kopf. So. War der Ball in Nürnberg drin, hatten wir schon. Ne? Hast du noch eine Frage? Abschlussfrage? Oder? Nee, hier habe ich keine mehr. Gerade offen. Okay, dann suche ich mir mal eine raus. Ja, aber. So, Bundesliga wieder statt, weiß ich nicht, wann die wieder stattfindet. Wir versuchen auf jeden Fall doppelt was weiterzumachen. Ja, was extrem schwierig ist, habt ihr auch mitbekommen, aber wir hatten jetzt am Sonntag Lukas Podolski. Ach, die Jungs sind ja auch, ich will nicht sagen, die langweilen sich, die würden auch wieder gerne spielen. Also, wir hoffen alle wieder, was den Fußball angeht. In erster Linie natürlich, dass es weitergeht, aber ansonsten auch, ja, dass es euch allen gut geht, uns allen gut geht. Und ja, seid vorsichtig, bleibt gesund. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.